Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 1. Oh. Ja gut, ich lasse das mal. Ich wollte das Intro mal ein bisschen anders gestalten, aber ich glaube, das ist in die Hose gegangen. Versteht ihr? Das war unter der Gurtlinie. Ach, egal. Ja, lustigerweise ist während meines Far Cry 1 Let's Plays hat Ubisoft... Ubisoft, das Ubisoft. Ach, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ubisoft hat Far Cry Classic released. Oh, scheiße, ich wollte mich hier durchstealthen. Ah, ich kann die Kacke wieder neu starten. Tötet mich! Töte mich! Töte mich! Ja, auf jeden Fall, während ich versuche hier zu sterben, hat Ubisoft Far Cry Classic released. Das ist ein Remake zu Far Cry 1. Gibt's für PC, Xbox 360 und PlayStation 3. Und das ist wohl eines der schlechtesten Witze. Wieso bin ich nicht gestorben? What the shit? Hallo. Oh, dann töte ich mich. Dann lade ich mal gerade neu. So, die Unterhaltung muss ich noch mitbekommen. So, auf jeden Fall, Ubisoft hat der Far Cry Classic Release, wie gesagt, für PlayStation 3, Xbox 360, also nicht für die neuen Konsolen. Auch wenn die auch nicht so toll, egal. Und für PC halt. Und das ist wohl ein schlechter Witz. Sie haben damit gepriesen, neue Grafik, alles super duper, alles schick, alles sexy. Oh, es ist so schlecht. Also es sieht schlechter aus auf den Konsolen als auf dem PC, wie ich das hier gerade habe. Ich Ding ins Mod gar nicht an so. Es sieht schlechter auf als in der neuen Version, mit denen sie angepriesen haben, dass das ja hier so alles toll, neue Grafik und so weiter ist. Und auf dem PC ist es, haltet euch fest, die Original Far Cry 1 Version, so wie ich sie habe, ohne 64-Bit-Patch, der neue Texturen bringt, also so wie ich das jetzt gerade habe, den es auch für 32-Bit gibt. Und ohne den aktuellsten Update. Aktuelles Version 1.4.0. Die haben 1.3.2 auf der CD dafür. Oh, scheiße. Ich meine, was ist das denn für ein Witz? Und das verkaufen die für 10 Euro. Aber mit noch in so einem Bundle mit so einem anderen Far Cry. Aber das ist egal. Ich finde das... Oh. Das ist die mieseste Scheiße überhaupt. Wie legt man sich hier hin mit V, genau? Hat er gerade einen Schnü gebunden? Die ganzen anderen Typen knall ich nicht ab, die brauchen sowieso nur einen Schuss, also die ganzen Lieder lohnt sich nicht mal. Aber das finde ich echt, also wirklich. Das finde ich. Boah! Aber ich habe mir gedacht, wow, Far Cry 1, einen coolen neuen Grafik-Patch, wie ich das gelesen habe, also. Da würde ich, habe ich mir echt überlegt, ob ich das normal kaufe. Aber dass es dann nur für Konsole erscheint und schlechter aussieht. Es ist nicht mal in Full HD. Na gut, sind die alten Konsolen, also von 2005, 2006, von wann ist die Xbox oder so. Aber es läuft nicht mal mit 60 FPS. Es ist also 30 FPS, 720p. Und das Wasser ist irgendwie neu, es sieht aber schlechter aus. Es ist so erbärmlich, muss ich sagen. Ich frage mich, warum sie es nicht für die PlayStation 4 und Xbox One gemacht haben. Aber ich gehe mal davon aus, weil sie es nicht schöner hatten. Und ich gedacht haben, ja, dann lesen wir das einfach nur für die alten und so und sagen, es liegt an der Hardware-Limitierung.
Oh, ich finde das so mies. Wo bist du? Da mache ich dich fertig. Oh, siehst du, ich habe dich fertig gemacht. Oh, nicht wieder der Soundbug. Naja. Egal, apropos Grafik, ich gehe mal ganz haupt in die Optionen auf Grafik und stelle es auf Paradies. Naja. Ah, wie gesagt, das ist einfach scheiße. So, ah, das habe ich gesucht. Das ist ziemlich cool, das hat mich voll gewundert, als ich das entdeckt habe. Was so was, aber... und schon sind wir hier. Cool, nicht? Leider geht das nicht in die andere Richtung, aber ist ja auch realistisch. Er wird mir das Seilrutschen homewatchen. Das kann nur Chuck Norris. Da ist noch irgendwo einer. Da ist noch irgendwo einer. Ja! Mechaniker. Pff. So. Ja, und die Laufgeschwindigkeit ist im neuen Far Cry anders. Aber guckt euch einfach mal zum Beispiel den Grafikvergleich bei GameStar oder so an. Oder gibt es da verschiedene Leute, die halt einen Grafikvergleich machen. Es ist einfach... Oh. Ist da einer hinter oder ist das ein Bug? Nicht mal diese scheiß Dinger mit den Texturen, dass die Texturen auf Distanz schlechter werden. Das kann man jetzt hier schlecht sehen, weil es dunkel ist, aber stellt mal das Video auf Full HD und dann seht ihr, dass da hinten die Texturen nicht so cool aufgelöst sind, erst wenn ich ranzoome. Aber selbst das haben sie in der Version nicht mal ändern können. Oder sich nicht mal darum bemüht, dass es geändert ist. Das ist so... Oh. Nee, da ist wirklich einer, also... Ich meine, da war einer. Ich muss irgendwie dahin, und wie komme ich dahin? Ah, mit der Seilrutsche. Aber was ist denn da? What the heck? Da kommt durch die Wand eine Rakete geflogen. Weg hier! Au! Habe ich ihn? Der, ich habe ihn aber, der da hinten existiert noch. Egal. Ich will sowieso mal gucken, was da hinten ist, also das da hingehen, Leute. Wow, viel heller. Wenn es durch die, das hier, das Licht von den scheiß LKW an ist. Der sich überall verhängt, ey, mein Gott. Was denn jetzt? Miep, miep. Hey. Man muss schon sagen, Far Cry 1 war ein bisschen seiner Zeit voraus. Gut, das Gameplay ist teilweise ein bisschen echt, ja, aber ich muss sagen, es ist akzeptabel. Und das, die Geschichte mit den Trigänen, das ist so, ich finde, Far Cry 1 fängt so an, so, yo, und dann so, what? Also wenn man auf die Trigänen trifft. In Half-Life hat es reingepasst, war das von Anfang an so, aber dass man hier so irgendwie so langsam drauf trifft, finde ich so ein bisschen komisch. Egal. Also ich meine, Half-Life hat das reingepasst, dass man halt auf Zombies und so trifft. Oh, ich muss dann wieder Half-Life 1 spielen. Hm, das war schön. Aber ich mag auch Black Mesa Source. Black Mesa Source, beziehungsweise einfach nur Black Mesa, also die ist Half-Life 1 Mod für die Source Engine. Alter, alter Mann! Oh.
Ha, einfach um die Ecke gucken. Ich bin so ein Gangster. Boah, das geht echt schnell. Aber Black Mesa fand ich auch toll. Das war echt eine gute Mod. Mit ein paar Schwächen, aber hey. Dass die Gegner durch den Boden glitschen, ist okay. Ah, Kacke! Oh, den habe ich nicht erwischt. Hab's ja mal auf die Minimap geguckt, da hat sich das Ziel ganz komisch bewegt. Spult man zurück und guckt auf die Minimap. Echt lustig. Ich? Nee. Tot. 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 Ups, da regnet's Gegner. Diese tote Gegner, tot. Noch einer? No. Tja. Night Vision Goggles und eine rote Keycard. Hä, wir hatten doch schon Night Vision Goggles. Ach, egal. Echt, wo? Ich habe ihn nicht. Oh, die Scheiben gehen kaputt. Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo. Na gut, dann nicht. Ah, scheiße. Ja. Krass, Kacke. Mit dem Typ habe ich jetzt irgendwie auch. Mit den beiden Typen habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, egal. Dann ein kurzer Sprint nach hier hinten. Ein Sprung nach hier. Sehr schön. Zwei Kicker-Azi. Hast du das gehört? Nein! Ba, ba. Jetzt kommt einer der geilsten Loops, so dieses was man im Hintergrund hört, das ist so gut. Aber durch den Dampf habe ich ihn ganz noch ganz knapp erkannt. Au! Komme ich ja trotzdem durch? Nein. Naja, egal. War kein Problem. Quicksave, Dank. Dumm, dumm, dumm. Wo muss ich hier hin? Hier unten geht's nicht weiter. Ja, ich habe gerade ganz geschickt davon abgelenkt, dass ich hier runtergefallen bin. Ich habe in Erinnerung, dass hier irgendwo noch eine Kevlar-Weste ist. Ah, da ist doch glatt das Spiel abgekackt. Und zwar bei 13 Minuten und 37 Sekunden. Ja, 1337. Ja, super. Ah, jetzt bin ich schon wieder abgekackt. Mir ist uns aufgefallen, dass meine Stimme ein bisschen zu laut war. Also nicht nur ein bisschen zu viel, wie ich finde. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal geändert. Wo zum Fuck kam ich her? Ob man wohl den neuen Far Cry, also den Remake-Ding, sich nicht mehr wie so ein Stein bewegt und überall jede Scheiße rutscht. Wäre mal interessant zu wissen, nicht wahr? Ich glaube, ich kam von hier. Na, ich glaube, da oben kann man hin. Ja, wo komme ich dann in den alten Raum? Aber das ist egal für die halbe Minute Video. Können wir unsere Sprintenergie noch aufladen? Ja, vorbereiten für den Sprung. Okay. Tschüss Leute, wir sehen uns im nächsten Part.